Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema bestes Bullmarkt-Setup für Gold-, Silber- und Minenaktien aller Zeiten. Disclaimer. Bestes Bullmarkt-Setup für Gold, Silber und Minenaktien aller Zeiten. Ich habe das übernommen von einem Video, das heute mit Michael Oliver, ein Analysten, der sage ich mal, auch den 1987er Crash korrekt vorhergesagt hat, gesagt hat. Das Originaltext hieß Best Bullish Setup for Gold and Silver and Miners Ever. Ja, der Analyst Michael Oliver ist der Ansicht, dass wir eine tektonische Verschiebung der Finanzplatten erleben, die zum besten Aufwärtstrend für Gold, Silber und die Minengesellschaft führt, den es je gab. Die Ereignisse überschlagen sich, sagt er, was Gold und Silber und Edelmetallminen dramatisch zugutekommen wird. Ja, das ist ja auch unsere Meinung. Hinzu kommt eben noch diese ganz, ganz extreme Unterbewertung von Goldaktien, die im Prinzip rational nicht erklärbar ist. Und wenn dann Gold und Silber nach oben schnappt, hier wie dieser Analyst das sieht, vielleicht bis Ende, Anfang nächsten Jahres, bei Silber Richtung 50 Dollar, haben wir eine spektakuläre Gold- und Silberaktienrallye, und diese enorme, überproportionale Unterbewertung dürfte abgebaut werden. Und das dürfte eigentlich einer der größten, Chancen dieses Jahrhunderts sein, weil es eben so extrem verzerrt ist. Und wenn diese Verzerrung aufgehoben wird, dann wird Finanzgeschichte geschrieben. Ja, hier nochmal zum Chart. Sie sehen, 2011 gab es innerhalb von 8 Monaten einen Anstieg um 180% bei Silber. Etwas Ähnliches, meint der Chartist, kann jetzt auch stattfinden. Also er schreibt hierzu, Silber steht kurz vor einem Ausbruch. In den Jahren 2011 und 2020 legten Silber innerhalb von 6 Monaten um ca. 180% zu. Sollte die Geschichte sich wiederholen, könnte Silber bis Anfang 2024 um über 150% auf ein Allzeithoch ansteigen. Das ist natürlich ein sehr attraktives Szenario und das bedeutet, wie im Grunde genommen diese Phase, das war eine ganz wilde Zeit für Gold- und Silberaktien. Und es ist recht wahrscheinlich, dass sich genau das jetzt wiederholt. Und im Grunde genommen muss man denn ja auch sagen, sollte man, das sind beginnende parabolische Anstiege, das sind natürlich schon erste Verkaufssignale, wobei natürlich dieser parabolische Run vermutlich bis 50 am Ende dann läuft. Trotzdem ist es ein Warnsignal, es ist Ausstiegszeit. Jetzt haben wir es definitiv noch Einstiegszeit bei Gold- und Silberaktien. Wir haben noch nicht diesen parabolischen Anstieg. Wenn er aber kommt, ist Vorsicht walten zu lassen. Aber Sie sehen, dass es eine Riesenstrecke hier läuft. Und auch wichtig ist, David Morgan sagt immer, dass die letzten 90% des Anstiegs in den letzten 10% des Bullenmarktes laufen. Also wenn man das sich dann hier mal ansieht von diesen Tiefen hier bei Silber, gehen dann diese Anstiege eben durchaus schnell. Also mit 90% mehr oder weniger langsames Ansteigen, hoch und runter, seitwärts. Aber die Entladung geht möglicherweise dann doch schnell, so wie Sie es hier gesehen haben, 2011 in 8 Monaten und jetzt vielleicht auch in 5 bis 8 Monaten. Und das ist eben die attraktivste Phase für die Gold- und Silberaktien. Wir erhoffen uns dadurch, dass die mit einmal die Gold- und Silberaktien exorbitant aufwerten, weil eben die Silberanteile, die vorher gar nicht bewertet wurden, bewertet werden und dass Penny Stocks in Goldaktien gehen. Und das ist eine der größten Chancen überhaupt. Dann verhalten sich, glaube ich, in dieser kurzen Phase viele Top-Penny-Gold- und Silberaktien eigentlich wie bessere Optionen, ohne eben dieses Optionsrisiko tragen zu müssen. Zeitverlust, Third-Party-Risk, also dass das ein Bankprodukt ist, etc. Ja, ich denke, es liegen sehr, sehr interessante Zeiten vor uns. Und wenn es zu diesem Silber-Spike kommen sollte, ist das natürlich absolut interessant. Ich habe das Video von Michael Oliver, werde ich verlinken, sodass Sie sich das auch anhören können. Und da geht er noch ein bisschen spezieller, genauer, auch noch auf andere Märkte ein. Beispielsweise nimmt er auch an, dass beispielsweise
Commodities wie Getreide, Nahrungsmittel etc. auch noch anziehen. Ja, so viel dazu. Hier nochmal passend dazu ein Silber-Zink-Projektgenerator, Operationsgebiet Mexiko, sehr große Ressourcen. Also das Unternehmen besitzt, jetzt lese ich unten, besitzt und betreibt mehrere Projekte in Mexiko und in den USA, darunter das Cerro Las Mintas-Projekt in Durango, Mexiko, das als einer der größten unterentwickelten Silber-, Gold-, Blei-, Zink-Vorkommen der Welt gilt. Sie sehen da hier durchschnittliche Werte. 310 Gramm pro Tonne Silber, 7,1% Zink und 8,2% Blei. Es liegt, wie Sie es hier sehen, im Durango-Staat hier. Hier sage ich mal mehr oder weniger, ja, so mittleres Mexiko bis zur Grenze zu USA, aber doch ein bisschen entfernt. Und dann haben sie noch diese anderen Projekte, das Euro-Projekt, das aber schon in den USA liegt, und das Hermandes-Projekt. Also sie haben ungefähr, könnte man sagen, circa 4 Millionen, 400 Millionen Unzen Silber. Das ist absolut gigantisch, aber wie Sie wissen, wird Silber augenblicklich kaum gewertschätzt, kaum bewertet, aber das dürfte sich eben ändern, wie vorher erwähnt. Lesen wir nochmal hier die Informationen zum Projekt. Das Projekt Cerro Las Mintas befindet sich etwa 70 Kilometer nördöstlich der Stadt Durango im mexikanischen Bundesstaat Durango und ist über eine Straße leicht erreichbar. Das Grundstück umfasst 25 Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 34.450 Hektar und liegt in Herzen des Faya de Plata, Silbergürtel im nördlichen Zentralmexiko. Der Gürtel ist eine der bedeutendsten Silberproduktionsregionen der Welt mit aktuellen Reserven, Ressourcen und einer historischen Produktion von über 3 Milliarden Unzen Silber. Ja, da sehen Sie die Ressourcen, also aufgeteilt, also auch viel Blei ist dabei, Zink ist dabei, also es ist bei weitem nicht nur das Silber, das sie haben. Das ist so ungefähr 100 Gramm pro Tonne, also mittler bis hoher Grad. Also wie gesagt, gute Beiprodukte, noch zwei andere Projekte in den USA. Schartechnisch sieht es meines Erachtens auch gut aus. Eindeutig ist der Boden hier gefunden worden und die Aktie setzt meiner Meinung zum Anstieg an. Zumindest das alte Hoch hier von 2020, 21. Bei dem letzten Goldaktien-Bullenmarkt dürfte schnell erreicht sein. Aber wenn ein wirklicher Silberboom vor uns steht, dürfte das auch schnell auf 1 Dollar und mehr gehen. Natürlich ist bei diesem Projektgenerator immer die Möglichkeit, dass sie, sag ich mal, ihre Ressourcen verkaufen. Auf der anderen Seite will natürlich auch das Management, das muss man sich auch bewusst sein, mit dem Anstieg der Ressourcen dementsprechend Geld verdienen, wie sie ja auch. Also dürften die möglicherweise auch durchaus an ihren Besitztümern festhalten und vielleicht bieten sie dann anderen Firmen, das passiert auch oft, dass die sich beteiligen können. Und das macht ja, schafft ja auch noch mehr Aktiennachfrage sozusagen. Also sicherlich ein ganz interessantes Unternehmen, das man sich mal angucken sollte, gerade wenn man hinsichtlich Silberbullish ist. Finde ich sehr interessant. Wie immer keine Kaufempfehlung, trotzdem absolut sehenswertes Unternehmen mit riesigen Ressourcen. Das gibt es auch nicht jeden Tag. Ja, Goldaktienbullmarkt der 1970er Jahre. Und die aktuelle historische Unterbewertung von Goldaktien. Damals sind eben Goldaktien von 15, 20, 30 Cent auf 10, 20, 30 Dollar gestiegen. Gar nicht selten konnte man aus 1000 Dollar in dieser seltenen Phase eine Viertelmillion machen. Und dazu kommt noch, dass aktuell die Goldaktien im Verhältnis zu Gold exorbitant unterbewertet sind. Unten sehen Sie das Verhältnis Goldaktien-Gold. Und dann sehen Sie, dass seit 1996 die Goldaktien im Verhältnis zu Gold gefallen sind. Und eigentlich jetzt erst den Boden final ausgebildet haben. Das heißt, bei wesentlich höheren Gold- und Silberpreisen könnte diese extreme Unterbewertung eruptionsartig beendet werden. Es kann jetzt zu Median, also zu den roten Linien gehen und drüber hinausschießen. Und das muss man als die potenziell größte Goldaktienrallye des Jahrhunderts, bezeichnen. Ja. Man sollte generell sein Investment an den kommenden Ereignissen ausrichten. Wir denken, es gibt im Wesentlichen drei Ereignisse. Zum einen, diese Unterbewertung von Goldaktien wird jetzt schnell abgebaut, obwohl Silber, Gold und Silber gar nicht viel steigt.
Dann es gibt ihnen die Möglichkeit, wesentlich mehr Gold und Silber beispielsweise zu kaufen, die dann vielleicht irgendwann, in was für Umständen auch immer, ein Kaufkraft hoch, das haben ja Experten wie Mike Maloney und Egan von Greatz berechnet, von ca. 8000 Dollar heutige Kaufkraft steigen dürfte bei Gold, Silber irgendwas zwischen 200 und 400. An der Spitze einer derartigen Entwicklung, 1980 hatten dasselbe, konnte man ein Haus für 500 Unzen Silber kaufen und auch absolut Aktien waren unheimlich billig. Schauen Sie sich an, hätten Sie 1980 Ihre Goldaktiengewinne verkauft und dann in Berkshire Hathaway oder andere Topfonds gemacht, 1980 stieg eben Berkshire Hathaway von 400 auf 80.000 Dollar, also Anstieg um das 200-fache. Die meisten haben natürlich dann 1980 ihre Goldunzen etc. nicht verkauft, sondern haben sie im Grunde um 20 Jahre liegen lassen und möglicherweise dann verkauft im Jahr 2000, als dann der Bullmarkt wieder angestiegen hat. So ist das leider. Das ist so, die Massen, die Investoren werden eigentlich immer alles falsch machen. Man muss eben in Assetklassen gehen, die aktuell unterbewertet sind. Und darauf fußt das Prinzip. Also jetzt Goldaktien, dann mehr Gold und Silber kaufen, dann die Exzessübertreibung nutzen, um sich gute Assets unter den Nagel zu reißen oder einzutauschen, wie eben ein Haus für vielleicht 500 Unzen Silber, wie vielleicht Top-Fonds, Top-Aktien, die dann, sagen wir mal, die mehr oder weniger kommende Depression noch übrig gelassen hat. Wenn man also diese Ereignisse dann multipliziert, kommt man auf eine unglaubliche Zahl. Also wenn man 200 Dollar jetzt in Goldaktien investiert, die vielleicht mal das 25-fache steigen, in Gold und Silber um das Vierfache und dann, sobald sich die währungsstabile Systeme wieder stabilisiert haben, die darauf folgende Aktienrallye oder jedenfalls in Produktivwerten laufende Rallye könnte im Schnitt um das 50-fache hochgehen, wie eben zwischen 1980 und 2000 auch. Dann kommt man auf eine unglaubliche Kaufkraft von 1 Million. Rein theoretisches Spiel, aber der Charme finde ich, man kann einfach ständig versuchen, solche langfristigen Ereignisketten für sich abzubilden, durchzusetzen und man hat, wenn nur eine einzige davon funktioniert oder andere nur teilweise, whoever, ist man mehr als saniert und hat nie wieder ein finanzielles Problem. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen, sehr hohem Risiko zu sortieren, berechnen Potenzialfaktor. Also wie hoch können die Goldaktien steigen, wenn Gold 2500 oder Silber 50 erreicht? Eine Exit-Strategie haben wir auch gemacht. Was kann man eben kaufen, wenn dieser Boom vorbei ist? Ja, Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft, Sachwert, die sind zu jeder Zeit in Gold und Silber kommen, einfach überweisen. Schon ist eingelagert im Zollfreihafen, genauso leicht ist der Vergleich. Und sie sind, wie gesagt, sehr günstige Preise, immer an Gold und Silber gekommen, was man nicht von jedem Edelmetallhändler sagen darf, wo es auch durchaus mal lange Schlangen gibt. Also das ist sicherlich eine Adresse, die Sie sich abspeichern sollten. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Aber auch ein Like geben, denn das würde dazu bei Interesse, wenn Ihnen das gefallen hat, dann würde im Grunde genommen der Algorithmus schlägt dann dieses YouTube-Video, das auch anderen an diesem Thema interessierte Leute vor. Nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.